Hallöchen Popöchen, wie geht's, wie steht's? Heute ein weiteres Zigarrenreview von mir. Und zwar mal hier die Dunhill 1907 Churchill vor uns liegen. Und der Geschäftsführer hat sich letztes Jahr komplett aus dem Zigarrenbusiness zurückgezogen. Kohlhase hat irgendwie dann halt noch natürlich Reste am Start, die sie aber halt sehr günstig weiterverkaufen jetzt natürlich. Deswegen habe ich die Zigarre auch günstiger bekommen. Kostet normalerweise 7,60 Euro. Kostet die dann letztendlich 4,40 Euro. Kann man nicht meckern. Hat eine Länge von 17,78 cm. Durchmesser 1,94 cm. Was einem Ringmaß von 49 entspricht. Das Deckblatt kommt aus Honduras. Das Umblatt aus der Domrep Olor Sorte. Und die Einlage auch Domrep Olor. Ja, soll schön cremig-nussig sein. Die Kaffeeröstaroma nicht ganz so stark, bin ich mal gespannt. Also wie gesagt, Dunhill wird es so nicht mehr geben anscheinend, deswegen schaut euch mal ein bisschen um, um halt ein gutes Schnäppchen machen zu können. Die Zigarre sieht jedenfalls ganz gut aus, cooles Deckblatt, also so die Maserung, ein bisschen heller, hellere Flecken, dann wieder dunkel und so weiter, sieht ganz gut aus. Machen wir mal den Kaltgeruchtest. Pfeffer kommt relativ doch schnell und so ein bisschen Kräuter, so ein bisschen was Schokoladiges. Kaltzug. Doch recht würzig, aber nicht pfeffrig unbedingt. Geht Richtung Kräuter. So ein bisschen Creme vielleicht. Dann machen wir sie an und dann schauen wir mal, wie sie schmeckt. Letztendlich mal so ein bisschen geschneit. Das erste Mal in dem Winter. Aber ja. Morgen ist es weg. Ich riech schon. Hört sich. Ja. Cremig auf alle Fälle. Holz. Ansonsten kann ich es noch nicht so wirklich sagen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt sollte, aber war cool. Richtig cool. Ja, so ein bisschen Pfeffer kommt jetzt auch. Ein bisschen Nuss. Das ist ein bisschen was von Lebkuchen. So das Würzige irgendwie in die Richtung. Leicht säuerlich auch. Auf jeden Fall durch die Honduras-Geschichte. Ja. Der Nachgeschmack stört mich halt so ein bisschen. So, so würzig-senfig fast. Jetzt nicht ganz so senfig, wie ihr euch das vielleicht gleich denkt, aber es hat schon was leicht Scharfes. Und es geht so in die Richtung. Das stört mich halt so ein bisschen. Ansonsten holzig, ein bisschen Creme ist noch da. Schon eine würzige Zigarre auf jeden Fall. Erinnert mich so ein bisschen an die La Aurora Orgas de Age. Die hat auch so diesen Meerrettich-Nachgeschmack fast. Ist auch sehr würzig. Ja, jetzt so nach 70 Minuten. Ging jetzt dreimal aus, jetzt tickt sie ein bisschen rum. Aber geschmacklich so ein Hauch. Vorhin hatte ich so ein bisschen Schoko und ein bisschen Cappuccino. Und jetzt kommt dann doch auch die Erde durch. Ein bisschen Schwarztee und ein bisschen Kräuter auf jeden Fall. Aber alles sehr dezent und nicht so wirklich ausschlaggebend. Die Grundwürze ist einfach das Dominante und das Holz. Jetzt ist sie mittlerweile auch recht trocken, ledrig.
gerade mal bei 80, 85 Minuten. Ich gebe eine 3,5 von 5. Geschmacklich ist sie okay, man kann sie rauchen. Ist jetzt nichts Weltbewegendes. Preis war auch in Ordnung. Sieht gut aus. Aber reißt mich jetzt irgendwie nicht so vom Hocker heute. Von dem her 3,5. Ist ganz gut. Überdurchschnittlich, aber würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Aber gibt es wahrscheinlich dann eh nicht mehr. Von dem her ist es auch in Ordnung. Bis zum nächsten Mal.